Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast, dem Expertenpodcast für Business Intelligence und Performance Management. Inspirationen, Know-how und Impulse für Controller und CFOs, die noch erfolgreicher sein wollen. Ihr heutiger Gastgeber, Peter Blum. Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Das Thema der heutigen Podcast-Folge ist das Risikomanagement von Unternehmen. Über die Bedeutung von Risikomanagement, die Ausgestaltung einer Risikokultur und die Umsetzung eines Risikomanagementsystems in Unternehmen möchte ich heute mit Professor Dr. Ute Vanini sprechen. Sie ist Professorin für Controlling und Risikomanagement an der Fachhochschule Kiel, Autorin zahlreicher Fachbücher und Beiträge zum Thema und nicht zuletzt Mitglied der Jury des ICV Controlling Excellence Award. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Ute Vanini. Ja, hallo Herr Blum. Moin Moin aus dem hohen Norden. So begrüßt man bei uns Zuhörer und auch Gesprächspartner auch noch nach 12 Uhr mittags. Herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf und über eines meiner Lieblingsthemen oder mein Lieblingsthema mal wieder sprechen darf. Wunderbar, ich freue mich auch. Und ich habe mir mal sagen lassen, Moin Moin sagt man, wenn man gesprächig ist. Ansonsten würde man nur Moin sagen. Und für einen Podcast eignet sich Moin Moin natürlich heute Morgen sehr. Von daher vielen Dank für das Engagement in diesem Podcast. Frau Vanini, vielleicht können Sie ganz am Anfang sich unseren Hörern ein bisschen vorstellen, ein bisschen Überblick über Ihren Background geben, der natürlich ganz interessant ist, vor allen Dingen vor dem Hintergrund Ihres Themas, weil Sie aus einer Branche kommen, aus einem Bereich kommen, nämlich dem Bankenbereich, in dem Risikomanagement natürlich traditionell ja viel etablierter, hätte ich fast gesagt, ist, als möglicherweise in Unternehmen historisch gesprochen. Aber vielleicht der Reihe nach ein paar Sätze, damit unsere Hörer einordnen können, was ihr Hintergrund ist. Ja, ich bin ein echtes Nordlicht und nach meinem Studium in Kiel, wie Sie schon erwähnt haben, bin ich in den Bankenbereich gegangen und habe da so als junge Akademikerin, auch mit akademischer Begeisterung, bin ich dann ins Risikomanagement eingestiegen. Sehr statistiklastig, und das kam mir entgegen, ich fand das toll. Und bin dann aber nach meiner Berufstätigkeit im Bankensektor an die Hochschule gegangen, das ist schon 2003 gewesen, und habe dann diese Themen mitgebracht. Wollte da aber, weil ich auch die negativen Seiten des Risikomanagements kennengelernt habe, wollte das Thema dann in Unternehmen außerhalb der Bankenbranche nahebringen auch und wollte das aber auch anders machen, als wir es damals im Bankenbereich gemacht haben. Ich konnte jetzt seit mehreren Semestern, insgesamt, ich habe es gestern mal nachgerechnet, sind das 36, also ich wäre schon eine Langzeitstudierende dann, konnte ich das meinen Studierenden nahebringen, das Thema, und sie haben es in die Praxis mitgenommen. Und ich habe das auch in diversen anderen Institutionen eingebracht. Ich bin ja nicht nur Mitglied im ICV, sondern in der Risk Management Association. Wir haben eine Kooperation mit der Hochschule Luzern, was den Bereich Risikomanagement Forschung anbelangt. Und ich bin auch Mitherausgeberin der Fachzeitschrift Rethinking Finance, die sich diesem Thema unter anderem widmet und auch praktische Erfahrungen, die ich sammeln darf in diversen Aufsichtsgremien von Unternehmen und kirchlichen Organisationen. Wunderbar, also Erfahrung pur heute im Podcast. Kommen wir direkt zum Punkt, Frau Professor Vanini. Die Frage, da werden manche sagen, was ist das für eine blöde Frage, die ich jetzt stelle, aber ich stelle sie einfach trotzdem. Warum ist Risikomanagement in Unternehmen heute so wichtig und das vor dem Hintergrund einer Situation, in dem es eigentlich jedem klar sein sollte? Aber fangen wir vorne an, warum ist es so wichtig? Wenn ich es mir leicht machen würde, würde ich sagen, weil es gesetzlich gefordert ist für viele Unternehmen. Aber das kann nicht das Argument sein. Ja, also wir sehen auch, dass die ersten Unternehmen Risikomanagement tatsächlich so umgesetzt haben, dass es dem Gesetzgeber gefällt. Das ist auch ein Punkt, den wir natürlich in der Bankenbranche sehr, sehr gut sehen können.
Aber viel wichtiger, und ich verfolge ja auch einen controlling-orientierten Ansatz im Risikomanagement, ist, dass ich durch diese Instrumente und Methoden die Unsicherheit abbilden kann, die sich für viele Unternehmen aus der Umwelt ergibt. Covid-19 hat uns das eigentlich sehr gut vor Augen geführt. Ja, also wir glauben ja nach wie vor an Planzahlen, oder wir haben vor Covid-19 insbesondere an Planzahlen geglaubt auch und haben oft außer Acht gelassen, dass solche Zahlen ja auch mit Risiken verbunden sind. Ja, und Covid-19 hat uns das vor Augen geführt. Das Beispiel der Lufthansa ist ja prominent, den letztes Jahr im April 97% des Umsatzes weggebrochen ist. Ja, also das ist dann schwierig. Und Risikomanagement will eben solche Situationen zum einen vorher durchdenken, ja, auch ungewöhnliche Situationen wie Covid-19, aber auch in regulären Situationen, also wo wir keine Ausnahmesituation durch eine Pandemie haben, wollen wir das Risiko von Entscheidungen halt sichtbar machen. Das heißt, wenn wir eine Investition durchführen oder ein Unternehmen kaufen wollen, geht es eben nicht nur um Kapitalwerte und Renditen, sondern auch um die Risiken, die mit diesen Entscheidungen verbunden sind. Und so kann es durchaus sinnvoll sein, dass wir auch mal eine Investition mit niedrigeren Kapitalwert durchführen, wenn die Schwankung dieser Kapitalwerte eben auch für negative Szenarien, wir nennen die Worst-Case-Szenarien, dann einfach geringer sind. Jetzt haben Sie gerade schon ein paar ganz praktische Beispiele gebracht, auch Unternehmen genannt. Und ja, ich hatte eben gesagt, wenn ich diese Frage stelle, dann werden viele sagen, was für eine blöde Frage, ist doch klar. Und ich glaube, in vielen Unternehmen wird das auch so gesehen, dass Risikomanagement ein wichtiges Thema ist. Trotzdem hat man manchmal den Eindruck, dass viele Unternehmen von Risiken überrascht werden, vielleicht sogar in ihrer Existenz bedroht werden. Wird da auf der einen Seite vielleicht nur geredet, aber auf der anderen Seite nicht gehandelt? Was ist so Ihre generelle Einstellung, wenn wir ein bisschen über die Praxis vielleicht schon anfangen zu reden? Wir gehen da aber später noch mal ein bisschen detaillierter drauf ein. Ja, das ist ziemlich vielfältig. Wir haben einmal psychologisch bedingte Restriktionen. Also Menschen mögen sich nicht mit Risiken auseinandersetzen. Auch da ist Covid-19 ein ganz gutes Beispiel. Das IFO-Institut in München macht ja regelmäßige Befragungen zur wirtschaftlichen Erwartung deutscher Unternehmen, und die haben sich im letzten Jahr erst mit Beginn des Lockdowns dramatisch verschlechtert. Und vorher war das Stimmungsbild eigentlich durchaus positiv, selbst nach dem Auftreten erster Krankheits- und auch Todesfälle in Deutschland. Also Menschen mögen sich nicht mit Risiken beschäftigen und schieben das relativ lange auf. Wir machen Fehler bei der Beurteilung von Risiken. Menschen können Eintrittswahrscheinlichkeiten sehr, sehr schlecht einschätzen und wissen damit nichts anzufangen auch. Genau, das ist auch noch ein wesentlicher Punkt auch. Und meines Erachtens ist auch eine sehr formalistische Auslegung des Risikomanagements. Also ich nenne das immer so eine gewisse Checklisten-Mentalität. Auch die führt dazu, dass wir uns eigentlich mehr mit bekannten Risiken beschäftigen. Und als Covid-19 aufgezogen ist, wir hatten ja ein Vierteljahr im Grunde genommen auch Vorlauf, haben wir das ja wenig rangelassen und haben uns eben nicht, auch wir nennen das in Alternativ- und Notfallplanung, damit auseinandergesetzt, was das denn für die Unternehmen bedeuten könnte. Nichtsdestotrotz, und das muss ich vielleicht auch gleich einschränkend sagen, hat Risikomanagement Grenzen, also es schützt uns nicht. Und auch da ist meines Erachtens die Lufthansa ein ganz gutes Beispiel. Es schützt uns nicht davor oder bewahrt uns nicht davor, dass auch Risiken uns mal existenzbedrohend betreffen. Denn die Lufthansa hat ein ganz gutes Risikomanagement, soweit ich das beurteilen kann. Aber wenn durch politische Entscheidungen eben das Geschäftsmodell eines Unternehmens quasi ausgesetzt wird, dann sind Sie auch als Risikomanager chancenlos an der Stelle. Das muss man vielleicht gleich als Einschränkung sagen. Das ist eine wichtige Lektion, die wir auch im letzten Jahr lernen konnten. Jetzt hatten Sie eben im Nebensatz sozusagen ein wichtiges Wort genannt. Das war das Wort Checkliste. Das ist direkt bei mir hängen geblieben. Und ja, möglicherweise hängt diese mangelnde Befassung in Unternehmen mit dem Thema auch damit zusammen, dass vielleicht auch hier und da auch möglicherweise im Controlling das Wissen fehlt, im Management das Wissen fehlt, wie man denn das Thema angeht. Ich rede jetzt auch gar nicht von großen Konzernen wie Lufthansa, sondern gehobenen mittelständischen Unternehmen, die sagen, wir können hier nicht eine Abteilung aufbauen, die Risikomanagement macht, sondern das müssen andere Leute mitmachen. Und vielleicht gehen wir da einfach mal ein bisschen tiefer rein und fangen
mal systematisch an. Nach welchen Kriterien, würden Sie sagen, kann man Risiken zunächst mal systematisieren, um zunächst mal ein bisschen strukturiert an das Thema heranzugehen? Genau, es gibt ganz grob drei Arten von, es gibt ganz unterschiedliche Systematisierungen, aber es gibt drei Arten, die ich für sinnvoll halte. Das sind einmal interne Organisations- und Prozessrisiken, die meines Erachtens dann eben vielfach von der internen Revision behandelt werden sollten, aber auch vom Qualitäts- und Sicherheitsmanagement. Da geht es häufig darum, diese Risiken, die sich als Fehler zeigen, auch einfach zu vermeiden, soweit das eben wirtschaftlich möglich und sinnvoll ist. Also es geht um Präventionsmaßnahmen da. Dann haben wir strategische Risiken, die so ein bisschen aus dem Geschäftsmodell des Unternehmens resultieren und dann auch wirtschaftliche Konsequenzen haben können. Hier kann man vielleicht als plastisches Beispiel mal den Handel nehmen und jetzt eben die Verlagerung vom stationären Handel zum Online-Handel. Das heißt, hier kann das Geschäftsmodell des stationären Handels bedroht sein, dadurch, dass sich eben Konsum- und Einkaufsgewohnheiten ändern. Und dann haben wir noch externe Risiken, die sich eben auf den Märkten zeigen. Da haben wir Preisveränderungen, Nachfrageveränderungen auf Märkten, neue Wettbewerber, neue Ersatzprodukte auch. Und für diese letzten beiden Arten von Risiken, also für die Risiken des Geschäftsmodells und auch für die externen Risiken, da sehe ich eben das Controlling und die Finanzabteilung tatsächlich in der Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen und auch die wirtschaftlichen Konsequenzen dieser Risiken eben durchzurechnen. Vielleicht, um das ganz deutlich zu sagen, vollständig sollte man diese Risiken auch nicht vermeiden. Das ist gar nicht sinnvoll, weil einfach unternehmerische Tätigkeit immer mit Risiken verbunden ist. Ich muss mir nur überlegen, welche Risiken ich übernehmen will und wie viel ich mir davon eigentlich leisten kann. Ich glaube, das ist doch mal gut, dass Sie das gesagt haben, dass es hier nicht natürlich um Zero-Risiko geht, sondern darum, entsprechend Risiken zu steuern, zu managen und sich der Risiken bewusst zu sein, sofern dies entsprechend möglich ist. Jetzt hatten Sie gerade das Stichwort schon geliefert, das Controlling sollte sich unter anderem auch damit befassen. Und wenn sich das Controlling damit befasst, dann taucht da häufiger auch ein Begriff auf, der nennt sich Risikocontrolling. Und dann geht es manchmal durcheinander. Da wird Risikomanagement mit Risikocontrolling vermischt. Vielleicht können Sie hier an der Stelle auch noch mal deutlich machen, was ist denn da der Unterschied und wo sind die Schnittmengen? Ja. Risikomanagement beschäftigt sich tatsächlich mit der Steuerung von Risiken und ist immer etwas, was beim Manager tatsächlich angesiedelt sein sollte. Das haben wir auch in vielen Unternehmen so umgesetzt, dass die Geschäftsleitung eben gesamtverantwortlich für das Management von Risiken ist, also auch die Bewältigung, die Steuerung von Risiken und das natürlich teilweise delegieren kann in der Form, dass wir in den dezentralen Unternehmensbereichen sogenannte Risk Owner haben. Das sind auch Manager, die eben für Teilbereiche der Risiken zuständig sind. Und diese Manager identifizieren eben Risiken, melden die ans Controlling oder ans zentrale Risikomanagement, wo sie dann erfasst und bewertet werden. Die dezentralen Risikomanager und der Vorstand sind aber auch wieder für das Ergreifen von Steuerungsmaßnahmen zuständig. Das Risikocontrolling unterstützt jetzt hier methodisch. Ja, also das liefert Instrumente, um Risiken eben zu identifizieren. Es bewertet Risiken und führt auch das Reporting durch, kann aber niemals über das Eingehen von Risiken entscheiden. Ich würde das so trennen, wie man das auch klassischerweise trennt. Das Risikocontrolling macht Entscheidungsunterstützung in Form von Methoden, Instrumenten und Informationen. Und das Risikomanagement entscheidet über Risikopositionen. Wunderbar. Jetzt hatten wir eben darüber gesprochen, wie Risiken systematisiert werden können, in welche Bereiche sie systematisiert werden können. Und jetzt sollten wir uns vielleicht auch nochmal damit befassen, welche betriebswirtschaftlichen Anforderungen an ein Risikomanagement zu stellen ist. Vielleicht können Sie hierauf auch nochmal ein bisschen Klarheit reinbringen. Genau, ich hätte so ein bisschen geschildert, historisch kommt das Risikomanagement tatsächlich aus der Ecke der Erfüllung von gesetzlichen Anforderungen. Und das würde ich immer noch als Mindestziel nennen. Also Risikomanagement ist schon auch dafür da, dass ich die gesetzlichen Anforderungen, die an mich gestellt wird, kenne und dass ich die natürlich auch erfülle. Das ist deswegen haben wir auch eine starke Schnittstelle in dem Bereich mit der Compliance. Betriebswirtschaftlich darüber hinaus geht es aber tatsächlich um Transparenz. Das heißt, wir wollen einen möglichen Erfolg dem dafür eingegangenen Risiko gegenüberstellen
und wir wollen das tatsächlich abwägen. Warum wollen wir das abwägen? Da gibt es meines Erachtens zwei Ziele. Einmal muss ich mir überlegen, ist es sinnvoll, also lohnt es sich, ein Risiko einzugehen? Das hat was mit dem Risikochancenkalkül dann zu tun. Und die zweite Überlegung ist, kann ich mir das leisten, das einzugehen? Also habe ich genug Risikodeckungspotenzial, damit ich die Risiken auch tragen kann? Das heißt, ich habe als Hauptziel des Risikomanagements tatsächlich die Sicherstellung des Unternehmensfortbestandes. Ja? Und das sind so die beiden Hauptziele. Ich will eben einen Unternehmenserfolg dadurch verbessern durch Risikomanagement und auch meinen Unternehmensfortbestand sichern eben und sicherstellen, dass ich mir die eingegangenen Risiken auch leisten kann. Jetzt wollen wir gleich auch wirklich ganz konkret in die einzelnen Phasen des operativen Risikomanagementprozesses gehen, sozusagen, ja, eben diese Checkliste, von der Sie gesprochen haben, dieses Cookbook sozusagen, auch ein bisschen, ja, erhellen und entzaubern möglicherweise für manche. Aber bevor wir das machen, Sie hatten eben auch davon gesprochen, dass es ein strategisches Risikomanagement gibt. Und bevor wir in den operativen Prozess einsteigen, sollten wir vielleicht vorab noch mal kurz beleuchten, was ist denn der Unterschied zwischen einem strategischen Management, welche Ziele und Aufgaben hat das und wo liegt der zum operativen Risikomanagementprozess? Genau, das strategische Risikomanagement setzt ein Stück weit den Rahmen für den operativen Risikomanagementprozess. Das heißt, ausgehend von der Risikoneigung der Eigentümer, eigentlich der Eigentümer und des Managements, muss ich mir überlegen, wie viel Erfolg will ich denn für einen Euro eingegangenen Risikos erzielen? Und wie hoch ist mein Risikodeckungspotenzial? Das heißt, über welche Reserven verfüge ich denn als Unternehmen, wenn Risiken tatsächlich auch mal schlagend werden? Da geht es ganz konkret darum, auch die Überschuldung des Unternehmens zu vermeiden durch schlagend werdende Risiken und auch die Zahlungsunfähigkeit tatsächlich zu vermeiden. Wir machen das so weit tatsächlich in Projekten auch, dass man sich überlegt, wenn Risiken eintreten, welche Auswirkungen haben die bilanziell? Und welche Auswirkungen haben die auch auf das Rating? Weil wenn das Rating eines Unternehmens sich verschlechtert, dann über kurz oder lang auch die Zahlungsfähigkeit tatsächlich eingeschränkt werden kann. Das sind ganz, ganz wesentliche Überlegungen, die man im strategischen Risikomanagement anstellen muss und die damit auch den Rahmen bilden. Das wird im Rahmen einer Risikostrategie tatsächlich fixiert auch und auch jährlich erneut diskutiert. Das kann ich auch aus ganz praktischer Erfahrung sagen. Das sind Diskussionen, die ich zum Beispiel in meinen Aufsichtsratsmandaten auch tatsächlich führe. Zudem legt das strategische Risikomanagement auch Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten fest und kümmert sich auch um die Risikokultur eines Unternehmens.